Na, da habe ich doch die perfekte Attacke gegen Glumanda. Aquaknarre. Gut, dass ich das Pummeluft damals beigebracht habe. Ist sehr effektiv, ne? So, ja gut, Aquaknarre ist nicht so die stärkste Wasserattacke an sich. Ja, ich sag mal, gegen Level 17 Glumanda ist doch recht ordentlich. So, und dann hat man den auch besiegt, bloß halt mein Pipi ist tot. Also besiegt, das gefällt mir jetzt nicht so unbedingt. Schon, hey, schon gut, du hast gewonnen. Soll ich dir was verraten? Ich war bei Bill und habe mir seine seltenen Pokémon zeigen lassen. Das hat mir einige Einträge in meinem Pokédex gemacht. Bill ist weltweit als Pokémaniac bekannt. Er hat das Pokémon-Lara-System für den PC entwickelt. Du kannst dich bei ihm dafür bedanken. Naja, ich hau ab. Mach's mal gut. Na dann, erstmal wieder ab ins Pokémon-Center. Ja, hätte der Gesang etwas länger gewirkt, dann hätte ich es mit meinem Pipi wahrscheinlich schaffen können. Naja, mein Gott, was soll's. So. Und Pipi hat sich ganz gut, ganz schnell gemacht, ne? So, na dann, auf zur Trainerbrücke. Das hier ist die Nuggetbrücke. Wenn du uns 5 Trainer besiegst, dann hast du einen wertvollen Preis. Willst du dein Glück versuchen? Aber natürlich, natürlich. Ach, ein Käfersammler. Käfersammler möchte kämpfen. Och, Raub. Oh, aber Level 14 Raub hier? Mal gucken. Fadenschuss. Na, mein Pfund ist stärker. Na, ach nee, noch einen Pfund brauche ich. Fertig. Oh, Hornio, bitte, aber Gegengift habe ich ja, glaube ich, noch. Wenn mich nicht alles täuscht. Bitte, 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 bitte nicht vergiften. Ja, gut. Gutes Hornio. Gutes Hornio. Tolles Hornio. Juhu. Und ich besiege den Käfersammler. Wow, du bist gut. So, Level 14. Es bleibt trotzdem vorne, ist erstmal noch. Ich bin Nummer 2, nun wird es ernst. Aber Nummer 1, mein Pipi ist unschlagbar. Hehe. Göre möchte kämpfen. Ein Taubsi. Pipi! Naja, ich würde nicht sagen unschlagbar, aber mein Pipi hat schon einiges auf dem Kasten. Das könnte aber knapp werden. Also ich werde jetzt mal einen Trank benutzen. Hätte ich vielleicht schon eher machen sollen. Erstmal noch den Pfund. Oh, Sand. Oh, ich hasse Sandwirbel. Sandwirbel finde ich so eine dämliche Attacke. Geschafft. Ah, Giftstachel. Ja, weiß ich, dass es daneben ging. Das ist mir vollkommen bewusst.
Oh, solange es nicht vergiftet, ist alles okay. Ach, Manometer. Gegengift. Los, Pipi. Ach, wenn's nicht... Ne, ich muss austauschen. Sorry, tut mir leid, Pipi. Ist nichts gegen dich, aber... Ja, da du vorhin gegen ein Taubsi kämpfen musst, was nur Sandwirbel eingesetzt hab, hat. Ja, ist deine Genauigkeit etwas im Keller. Entschuldigung, wirklich nichts gegen dich persönlich. Knuddelhof erreicht Level 15. Gut, je mehr Level es kriegt, weil ich den dann... Oh, ich brauche dann für Knuddelhof eine hohe Initiative. Weil ich dann Abra brauche für das. Aber erstmal geht's hier noch mit im Trainings weiter. Hier kommt Nummer 3. Ich mach dir das Leben schwer. Aber wenn du meinst, wenn du unbedingt meinst, Teenager möchte kämpfen. Teenager setzt Radfratz ein. Los, Pipi! Pipi! Ey! Mann! Ist ja immer noch geschwächt. Mann, das kann doch fast nicht sein. So. Ja, dass Pipi wenigstens die Erfahrungspunkte mitbekommt. Oh, Wickel. Ich hasse Wickel. Oh, nein, ich hasse Wickel. Ja, ich weiß, ist gelehnt. Item, ich gebe erstmal hier noch. Ich gebe erstmal noch einen Trank. Mein Gott. Wie viele Tränke, ey, ich an Pipi verbrauche. So, jetzt setz mal bitte Fund. Oh, nein, nochmal dieser Scheißwickel. Ey, ich hasse diese Attacke. Ich hasse das. Ich hasse das. Ich hasse das. Ich hasse das. Och, Manu. Allgemein. Och, Mensch. Ich glaube, ich kann jetzt auch nicht das Pokémon wechseln, oder? Doch, ich kann tauschen. Vielleicht habe ich ja mit Pikachu eine bessere Chance. Bitte nicht vergiften. Nein. Ich werde doch nicht meine Trumpfkarte weglassen, die ich gegen Zubat in der Hand habe. So, und dann wären wir auch fertig, aber jetzt muss ich unbedingt ins Pokémon Center. Ja, ja, ich weiß, Vergiftung. Brauchst du mir gar nicht zu sagen. Komm, Pokémon im Handel, wissen wir ja alles schon.
Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Kommen jederzeit wieder vorbei. Ach Mist, das habe ich schon wieder. So, und dann, ja, wir kommen jederzeit wieder vorbei. Irgendwann mal wieder. Nein, Scherz beiseite. Also, bis dahin. Ich war zwar euch noch den New, aber ich habe wieder auch bloß irgendwie eine Stunde gemacht, aber ist mir gerade erst mal Wurstsnuppe. Irgendwie hat mich das gerade so demotiviert. Also, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut und ciao. So, ich habe gerade meine Motivation wiedergefunden und meine Motivation hieß Frühstück. Ja, mit vollem Magen macht sich das Ganze doch etwas leichter, würde ich meinen. Und weiter geht's. Ich bin Nummer 4, wirst du müde? Göre möchte kämpfen. Göre setzt das Tapsi ein. Und los, Pipi. Mal gucken, was du drauf hast gegen dieses Tapsi. Was wieder mit Sandwirbe. Oh Mann, warum müssen die alle Sandwirbe machen? Ah. Na gut, sieht man auch bei mir von Story, dass ich so gegen Buffs und sowas. Ist nicht so wirklich mein Ding. Mag ich nicht. Ich mag lieber Mann gegen Mann. Ja, was heißt so der Zauberer? Das ist so auf jeden Fall offensiv wirkende Attacken. Juhu, Level 15. Yo, Pikachu. Die habe ich ja, glaube ich, schon. Nidoran männlich und Nidoran weiblich, ne? Ich glaube ja. Und paralysiert. Warum konnte er dann trotzdem Tackle einsetzen? Na, weil es halt nicht immer auffällt. Aber irgendwann müsst ihr doch mal die Paralyse einsetzen. Wenn ich das kriege, dann kann ich mich nie bewegen und die anderen... Ah, das ist fies. Das ist fies. Ruckzuckhieb. Ja, nicht mehr als 4 Attacken. Also das fände ich, sollten sie... Ich weiß jetzt nicht, wie es in den neuen, aber ich glaube, das sind es immer nur... Sind es immer auch noch 4... Also da fände ich 6 und fände ich da hingegen besser. Ich habe auch verloren. Ja. So ist nun mal der Lauf der Dinge. Man kann nicht immer gewinnen. Oh, Entschuldigung, ich war gerade in Gedanken, weil ich gesagt habe, man kann nicht immer gewinnen. Ach ja, und der nächste. Ich bin Nummer 5. Dich mache ich platt. Was haben wir hier? Ein Pfadfinder. Ein Mankey. Gegen mein Radfratz. Na los, Hyperzahn. Karate-Schlag. Volltreffer.